Hallo, liebe Waynes, nicht erschrecken, ich bin jetzt schon wieder. Ich will meine ganzen Speicherkarten leeren und aussortieren und mache dann aus den Sachen, die ich da finde, noch Videos. Jetzt habe ich hier eine komplette Speicherkarte mal zusammengeschnitten und es kann sein, dass ich euch dazu schon Videos gemacht habe, dass ihr die Sachen zum Teil schon kennt. Da kann ich dann nicht für. Die sind auch schon ziemlich alt, von 2018 teilweise. Ich glaube fast nur 2018. Und da müsst ihr dann durch, ne? Wenn ihr das schon kennt, müsst ihr halt noch mal gucken. Also ich habe keine Erinnerung daran, dass ich das schon mal geschnitten habe, aber das soll ja nichts heißen bei mir. Dann wundere ich mich, warum ich da zwei Wellensittiche habe. In meiner Erinnerung hatte ich nur noch einen, als ich dann umgezogen bin. Kann sein, dass der andere gestorben ist. Also ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Das ist eine große Dunkelheit in meiner Erinnerung mit den Wellensittichen. Also ich weiß, dass Jochen am Schluss da war. Ich habe nicht, ob ich einen dazu gekauft habe dann nochmal. Da habe ich auch einen Kommentar gekriegt. Ja, das stimmt. Horst hier hatte Megabazillen. Und die sind ansteckend. Und in der Regel kommt das Immunsystem der Tiere damit gut klar. Aber ich weiß, dass ich keinen mehr dazu holen wollte, weil ich dieses, wenn die das dann halt kriegen, ich wollte dieses Sterben nicht miterleben. Aber ich kann mich echt an die Reihenfolge nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja, ich glaube, insgesamt vier Wellensittiche über die Jahre. Und der Günni, weiß ich noch, den habe ich übernommen vom Kollegen, der hat die eingeschleppt. So viel weiß ich noch, die Megabazillen. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, warum ich da zwei hatte. Also ich hätte jetzt mal geschworen, ich hätte da nur einen gehabt, aber Erinnerung ist ja auch da zu der Zeit, nachdem mein Mann gestorben ist. Also, naja, das war halt eine andere Zeit. Jo. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und wie gesagt, vielleicht kennt ihr die Sachen schon, vielleicht auch nicht. Hier zieht schon mal gleich ein Tee für. Oh, hier zieht jetzt schon mal ein Tee für gleich, ne? Ich habe den in so einem Topf aufgegossen, damit er schon Platz hat. Muss jetzt 12 Minuten ziehen. Ich glaube, hier ist ein Apfelstückchen oder was das da ist. Ups. So, und hier wird dann gleich. Oh, was ein Drecksfilter, war. Ja, ich will mal einen Porzellanfilter holen. Oder den mal sauber machen, wäre auch nicht schlecht. Wird dann hier aufgegossen gleich. Und das ist dieser Tee von Kossi, der ist sehr lecker. Ich hoffe mal, da war noch genug drin für diesen ganzen Pott hier. Das ist ein Früchtetee, den kann ich also wirklich empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Jetzt bin ich gespannt, was die Turtle noch mitbringt. Von mir gibt es auf jeden Fall hier einmal Butter. Dann gibt es Ziegenfrischkäse, ein Stück Käse, normaler Ziegenscheibenkäse. Ein Traubengelee, Honig, eine Birne, Tomaten und Fleischwurst. Und dann gucken wir mal, was die Turtle noch anschleppt. Ups. Ja, jetzt sind wir hier fertig, ne? Das ist das Schlachtfeld. Da ist der Arm von Turtle, die abhängt, nachdem sie sich ein Brot gemacht hat mit Stinkkäse und Rübenkraut. Muss ich auch mal probieren. Dieser Käse da, der stinkt unheimlich. Und mit diesem Rübenkraut, genau. So, und jetzt sitzen wir hier noch und räumen gleich weg und dann planen wir mal den Tag. Ja. Ja. Erkenntnis des Tages, es ist schlau, wenn man Dinge durch die Linse sieht. Ja, stimmt, ich fühle mich gerade auch schlau. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Federn fliegen hier. Wir haben jetzt einen Plan gemacht. Ich muss mein Ablagesystem neu sortieren. Und Martina, Achtung, Kamera bereit machen. Hallo? Wir haben zusammen einen Plan aufgestellt, was man alles für Ordner braucht. Und Leute, das ist mir alles schon wieder hier, ne? Ich weiß es nicht.
Rentenordner, Versicherungsordner, Vertragsordner. Total übersichtlich. Berufsordner, Finanzordner, Wohnordner, Steuerordner, Rechnungsordner. So wird halt alles gemacht und logisch aufgebaut und dann müssen wir mal alles hier neu aus den alten Ordnern rupfen und mal alles in einem absortieren und einsortieren. Und jetzt fahren wir zu Ortloff und gucken dann nämlich direkt mal, ob wir ein paar schöne Ordner und Kisten kriegen. Und dann bringen wir die Wellen bitte hier um. Ja. Ich habe leider vergessen, die am Anfang zu fotografieren. Ich habe eine Riesenmelone vom Kollegen gekriegt und wir haben die jetzt hier schön, also Martina nimmt noch eine Drittel mit, aber wir haben die hier schön jetzt so eingetütet und jetzt habe ich erstmal ein paar Tage lang hier Melone, meine Güte. Ja, gestern ging es mir, als ich nach Hause kam, richtig schlecht und als mir dann wieder mal bewusst wurde, dass der Jochen tot ist, dass mein Mann nicht wiederkommt, dass ich den Rest meines Lebens ohne ihn verbringen muss, habe ich gestern hier echt nochmal das arme Tier gekriegt, ne? Aber Gott sei Dank war Turtle da und wir konnten dann reden und das hat mir geholfen. Aber Freunde sind nicht dasselbe wie ein Partner, ist nicht dasselbe. So, jetzt haben wir morgen, Sonntagmorgen und ich frühstück jetzt hier von den Sachen, die sie mir mitgebracht hat. Ja, noch Käse, Salami, Brötchen, Butter von der Riesenmelone, Stücke Rübenkraut. Und dann hatte sie hier dies Blubberwasser mitgebracht. Ist das nicht cool? Tafelwasser mit Kohlensäure. Aber der Piranha ist ja mal super. Und? Dann habe ich gestern beim Ortloff mir so eine Trinkflasche geholt. Das ist die, die auch kalte Sachen kalt hält. Zumindest wird das so beworben. Und da habe ich gestern kalte Cola reingetan. Und dann gucke ich mal, ob die Versprechen halten kann. So, dann gucken wir mal, ob die noch kalt ist. Also Sprudel ist noch drin. Wow, und tatsächlich noch relativ kalt. Nicht komplett eiskalt Kühlschrank. Aber voll angenehm. Also da kann man, wenn man einen Tag über unterwegs ist, kann man sich morgens schön was Kaltes reintun. Und dann hält er tatsächlich den ganzen Tag kalt. Also dies waren jetzt 12, 13, 14, 15, 18 Stunden. 18 Stunden war die da jetzt drin. Die Marke kann ich euch nicht sagen. Doch hier. Die Marke ist diese hier, Bottle. War auch sehr teuer leider. An die 30 Ocken gab es beim Ortloff. So, jetzt gibt's Frühstück und die Wäsche wäscht. Und gleich muss ich noch hier aufräumen von gestern noch und spülen. Habe ich nämlich gestern keinen Bock mehr zu gehabt. Das ist jetzt Nudelsalat für morgen. Da kommt die Sibylle und jetzt fehlen nur noch die Nudeln und die Soße. Da ist drin Tomate, Gürkchen aus dem Glas, Fleischwurst, Paprika, Radieschen und Eier. Ich glaube, das war's. Genau. Jetzt kommen noch die Nudeln dazu und Miracle Whip und Würze. Also den Tag heute habe ich eigentlich nichts gemacht, außer Wäsche gewaschen und Nudelsalat gemacht. Habe ich sonst gar nichts auf die Kette gekriegt? Nee. Nix. Nix. Habe ich telefoniert? Und telefoniert habe ich ein bisschen. Genau. Und da heute mein Geburtstag ist und Irene mich eingeladen hat mit Klaus, Klaus und Irene haben mich eingeladen, habe ich mich jetzt ein bisschen fertig gemacht und gleich geht's in die Wagenhalle zum Abendessen. Da war ich auch noch nie. Jo, und dann ist der Samstag auch schon wieder rum. Ich glaube, ich habe irgendwie schon vorher gesagt, dass wir Sonntag haben, oder? Nee, wir haben Samstag. So, das ist jetzt hier die
alte Feuerwache, die alte Wagenhalle. Bin ich mal gespannt. Ist das der Tabakju? Ja. Ich weiß nicht, wo, aber... Schmeckt der nach Zigarette? Nee, gar nicht. Muss ich gleich auch mal probieren. Schon? Hm? Probier mal. Das? Das ist die Tagliatelle mit den Rindfleischstreifen und den Waldpilzen. Und einmal hier Fish and Chips mit saurem Tropfen. Ja, ich meine, Kirsch stand da drauf. Ja. Ja, dann sieht es nicht künstlich aus, dann stimmt es. Stimmt, passt ja auch zur Schokolade. Das sieht so wie Hubba Bubba aus. Ich meine, da stand Kirsch. Moin, moin. Gestern natürlich nicht abgeschminkt und in dem Zustand hier ins Bett gefallen. Ja, heute Sonntag. Und ich treffe mich gleich mit Irene und wir gehen nochmal in wo gehen wir denn? Im Keller gucken, genau. Und heute Nachmittag kommt Sibylle und wir gucken The Terror weiter. Und ich habe gestern noch was gekriegt, das muss ich euch noch zeigen später. So, etwas menschlich gemacht, aber nicht viel. Etwas. Und diesen schönen Anhänger oder dieses Armband hat Irene selbst gemacht. Habe ich von ihr bekommen zum Geburtstag. Und das sind aus Delft so kleine bemalte Kacheln oder Porzellanstücke. Mehr wird aus meinen Haaren heute nicht, Leute. Ja, hallo liebe Rains, morgen, wir haben Montag mittlerweile. Gestern ging es mir gar nicht gut. Ich hatte ganz, ganz fürchterliches Heimweh. Heute geht es mir auch nicht besonders gut. Obwohl, wir haben gestern ziemlich viel noch gemacht, Sibylle und ich. Naja, was heißt ziemlich viel? Wir haben eine Fensterbank aufgeräumt. Super. Ja, und haben dann noch The Terror weitergeguckt. Und ich muss jetzt zum Arzt. Dann muss ich zur Bank und dann werde ich den Tag noch mit Nachlasssachen verbringen. Also alles in allem ein sehr unerfreulicher Tag steht mir bevor. Morgen der Tag wird auch unerfreulich und ich hoffe, dass dann langsam die dringendsten Sachen alle erledigt sind. Ja, liebe Waynes, es ist nicht viel passiert in den letzten Tagen, deshalb habe ich mich auch nicht gemeldet. Ich habe viel langweilige Pflichtscheiß gemacht, habe viel geweint, habe auch sehr viel Zeit alleine gebraucht, ohne jemand und habe mich abgelenkt mit Scheiße machen. Und ich bin auch immer noch ganz niedergeschlagen. Jetzt bin ich gerade bei Jochens Wohnung. Der hatte ja immer noch so eine kleine Wohnung, in der er aber seit 15 Jahren nicht gewesen ist. Die hat er halt immer noch gehabt. Und die wird jetzt entrümpelt. Muss ich natürlich auch organisieren. Und da warte ich jetzt drauf, dass der... Was heißt, als muss ja ausgeräumt werden, ne? Für die Vermieter und dann den Vermietern Bescheid geben. Und alles und das ist jetzt auch noch mal nicht schön. Dann habe ich einen Arzttermin noch gleich, noch einen. Und ich denke, dann bin ich heute Nachmittag irgendwann wieder zu Hause. Ja. So wird der Tag laufen. So vergeht das Leben, ne? Entrümpeln. Der Mensch wird verbrannt. Wegkommender, Holzkreuz verwittert, Wohnung leergeräumt, weggeschmissen. Und dann bleibt nichts mehr vom Menschen. Die Erinnerung in ein paar Leuten, die verblasst, verwischt. Und dann ist er ganz weg irgendwann. Ja, ist auch richtig so.
Ich muss mal hinten auf die Kamera gucken, ob die auch läuft, weil ich ja kein umklappbares Display habe. Ja, jetzt war ich gerade noch in der Wohnung. Der Entrümpler ist noch nicht da. Habe mal geguckt, ob ich noch ein paar Erinnerungsstücke finde. Aber ich war ja auch schon 4-mal da und habe schon geguckt. Aber jetzt bin ich noch einmal durchgelaufen und habe gedacht, ein paar Bücher nehme ich mir noch mit. Und dann habe ich hier einfach so das gegriffen, was auf dem Lesetisch war, was am wahrscheinlichsten ist, er da zuletzt gelesen hat. Kommt da der Entrümpler? Ich glaube, da kommen sie. Ne, Elektroinstallation, das ist was anderes. Habe ich mitgenommen von Richard Münch, Die Struktur der Moderne. Von Umberto R. Maturana, Biologie der Realität. Biologie der Realität ist sogar noch ein Lesezeichen drin. Bis wo hat er gelesen? Die Suche nach Objektivität. Ja. Dann haben wir noch Der digitale Wahn, herausgegeben von Bürdeck. Von Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Und von Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft. Alles Suhrkamp-Sachen. Ja, das hat er so gelesen. Romane hat er nicht gelesen, er hat Philosophie gelesen. Und dann habe ich noch ein Buch. 3D. Eine Abhandlung über den 3D-Film, vermute ich mal. So, jetzt muss ich warten und lese jetzt auch mal ein bisschen in den Büchern. So, ich war eben schon live auf Insta. Und jetzt muss ich mir mal zum Frühstück holen. Oh, noch ein bisschen Parfüm. Twilly ist schon fast leer. Ein super schönes, spritziges. Da kommt leider nur so wenig raus, denn der Pinöpel, der sitzt so unglücklich genau in der Mitte. Ups, da muss man ein bisschen tricksen. So, jetzt geht es aber. Ah, immer Schmerzen. Lasst euch nicht irritieren. Jetzt geht es aber los. Ist der Schlüssel da? Stock da. So, ihr bleibt jetzt in der Küche. Hier machen wir mal die Tür zu. Mensch, Mensch, Mensch. Kann ich immer überall rumfliegen. So. Schlüssel habe ich. Das ist so ungewohnt. Ich muss mich jetzt immer vergewissern, dass ich auch den Schlüssel habe. Ist ja keiner mehr da, der mir sonst aufmacht. Ich stehe im Parkverbot, das hat bestimmt ein Knöllchen gegeben. Eieieiei. Naja, gucken wir mal, wie weit ich komme. Ja, Knöllchen habe ich gekriegt, ein Vogel hat mir mitten auf die Scheibe geschissen. Weiter so. So, ich war dann doch nicht frühstücken, aber ich zeige euch eben, was ich beim Rewe geholt habe. Und zwar einen Salat. Die haben eine neue Salattheke und ich bin begeistert. Alles super frisch, sieht super lecker aus. Hier ist alles Mögliche drin von Frischkost. Wie heißt das denn? Frischmilch, na, Rohkostsalat, Kohlsalat, Sojabohnen, Avocado, verschiedene andere Mixe. Hier sind so Kichererbsenbällchen, alles super. Und dazu eine Cäsarsoße. Dann natürlich, wie immer, einmal Tomaten, eine Gurke.
eine Salami und Parmaschinken. Einmal Sesamknäckebrot von Burger. Ein Brot, und zwar das Whole and Pure Brot. Orangensaft mit Fruchtfleisch, wichtig. Einmal Salakis. Und damit wir nicht ganz so schlau werden, bisschen, ne? Damit das Gehirn auch schön im unteren Level gehalten bleibt und nicht überhitzt, die Bunte. So, den Salat, den gibt es auch jetzt direkt bei mir. Hier sieht man schön den Kohl. Fein und Rohkost und ja, hier Linsen sind noch drin. Avocado, alles lecker. Und dazu dann die Bunte, das wird mein Frühmi. Ich habe mich jetzt schon wieder ein paar Tage nicht gemeldet. Tut mir sehr leid, oder ich weiß gar nicht, wie lang nicht. Ich bin in einer anderen Dimension noch in meinem Leben und kriege nichts auf die Kette. Und ja, jetzt musste ich gestern zum Amt, zur Stadt, und unterwegs bin ich an einem Lush vorbeigekommen und da habe ich ewig nichts gekauft, ich glaube Jahre nicht, und jetzt konnte ich nicht widerstehen. Und das ist ein Geschenk, ne? Ich war nicht alleine und danke dir nochmal, ich habe mich sehr gefreut, weil alleine fallen mir auch diese Behördengänge und alles fällt mir schwer, aber wir haben alles gut geschafft. So, was haben wir denn gekauft? Ich habe schon einmal aufgemacht. Und zwar, ich konnte natürlich nicht widerstehen, nennt sich das Devil's Nightcap. Und das ist eine Seife, die fand ich erstmal gut, weil die so interessant aussah, und dann roch die auch noch phänomenal. Ah, na komm raus. Boah, die riecht jetzt schon. Wahnsinn. Die ist braun und da ist Eichenmoos drauf, ne? Und die riecht, Leute, die riecht fantastisch. Boah, die riecht bis hier. Die riecht wirklich so erdig, moosig nach Eiche, aber gleichzeitig auch duftig und würzig. Und das ist eine Handseife oder Körperseife, je nachdem. Und die werde ich als nächstes, wenn meine jetzige selbstgemachte leer ist, werde ich die damit nachfüllen. Und die riecht fantastisch. Devil's Nightcap. Warum das jetzt was Teuflisches ist, weiß ich auch nicht. Dann gab es noch ein Peeling. Und zwar heißt das... Oh, nicht runterfallen. Und zwar heißt das... Rough with Smooth. Und das habe ich auch geholt, weil es einfach so unglaublich lecker gerochen hat. Und ist hier so, da fällt schon runter, so ein rötliches Zuckerpeeling. Und das nehme ich unheimlich gerne unter der Dusche, solche Zuckerpeelings. Und das riecht, Moment, ich muss mal eben dran schnuppern. Oh, das riecht einfach wunderbar. Das riecht orientalisch. Würzig, blumig, ich würde sagen orientalisch blumig. Ja, orientalisch blumig, vielleicht ein bisschen, wie nennt man das? Oh, komm her, du blödes. Oh. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Als wenn noch so ein bisschen harzig, genau. Orientalisch blumig harzig. Und dann wollte ich mal ausprobieren, werde ich auch gleich direkt machen. Meine Mundspülung ist alle gegangen und da gibt es ja diese Tabs von Lush. Die zerkaut man im Mund und spült die dann mit Wasser auf irgendwie. Und das ist hier, da steht ein Blödsinn drauf, ne? Japanische Gurgeltradition, ne?
jetzt gehst du demnächst, wenn du einen Japaner siehst, gehst du da hin und sagst, erzähl mir mal was über eure Gurgeltradition, ne? Ja, der geht dir vielleicht an die Gurgel, ne? Da bin ich gespannt drauf. Salz und grüner Tee schmeckt bestimmt ganz furchtbar. Probiere ich gleich mal aus. Ich bin echt der Held der Arbeit, Leute. Ich bin morgen bei meiner Großtante und wollte dafür backen nach einem Rezept von die Tina oder Diet Ina, das weiß ich auch nicht genau, auf Instagram. Und habe den Einkaufszettel vergessen. Dann müssen wir morgen eben doch zur Konditorei. Aber dafür habe ich andere Sachen geholt. Und zwar bin ich hier ja auch Aufstelleropfer, Verpackungsopfer von HG. Die machen ja massiv bei Rewe hier den ganzen anderen Firmenkonkurrenz. Und die sind wahrscheinlich erbärmlich teuer. Und ich habe jetzt einmal, habe ich gedacht, probiere ich mal alles durch die Bank aus. Von Spiegelspray über Küche für Bad. Wie riecht denn das? Ist ja auch immer wichtig, dass das ganz gut riecht. Oh, das riecht gut. Das riecht aber sehr gut und interessant und gar nicht günstig, sondern komischerweise natürlich. Was ist denn da drin? Lässt alles glänzen. Wunderbar. Herrlich. Kleine Mengen. Hochkonzentriert, ohne Scheuermittel. Als Waschmittel auch geeignet. Heißt das, dass man damit auch... Und wie riecht das? Wäsche waschen kann? Ich bin gespannt, wie die so sind, die Sachen. Na, hier ist noch zu. Das lasse ich dann auch noch zu. Denn ich habe noch Orangenreiniger momentan im Anbruch. Dann kommt Charlie gleich und leistet mir Gesellschaft. Und wir wollen uns irgendeine Serie rausgucken, die wir raussuchen, die wir gucken. Und dazu habe ich zum Knabbern. Ich weiß nicht, ob sie Nüsse mag. Aber ich weiß, dass sie Barbecue mag. Also habe ich hier diese Maryland Snicknüsse gekauft. Und so eine Sondersorte Chips. Also Kartoffel- und Karottenchips mit Essig. Und da sie England mag, habe ich gedacht, sie mag vielleicht auch Essigchips. Dieses hier, ich mag Orangenduft ja sehr, 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 sehr gerne. Und ich habe zwar schon aufgemacht, aber man kann nicht dran schnuppern. Und im Rewe selber habe ich irgendwie kaum was gerochen. Aber Orange mag ich und deshalb Orangenduft. Und natürlich hier Sandra Riegelopfer. Ich ersetze zurzeit, wenn ich unterwegs bin und keine Zeit zum Essen habe, eine Mahlzeit mit so einem Riegel. Und da sich die Seitenbacher wirklich als am allerleckersten für mich herausgestellt haben und da am liebsten der Vanille-Proteinriegel, habe ich hier jetzt Seitenbacher mal komplett alles, was da war, geholt. Den kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Saure Apfel weiß ich gar nicht, ob ich den kenne. Bergsteiger weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Extra Frucht weiß ich auch nicht hundertprozentig. Und Schoko-Aprikose weiß ich nicht hundertprozentig. Die anderen kenne ich alle. Ich mag die sehr. Sehr, 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 sehr gerne. Und die sind ja quasi wie eine Mahlzeit, ne? Pro Riegel zum Beispiel. Ja, so eine Zwischenmahlzeit. 220 Kalorien. Dieser zum Beispiel. Dieser hier hat pro Riegel 210, dieser hat pro Riegel 284, also zwischen 200 und 300 Kalorien pro Riegel. Oh, dieser hat mehr, dieser hat 468, also der Energizer, der ist wirklich wie ein kleines Abendessen, stehe ich auch drauf, macht satt. Jo. So, guten Morgen, Schlafmützen, ja, chilp, chilp. Heute kommt ihr nicht raus, heute bin ich nicht da. Jo, guten Morgen auch, wir haben Samstag, tut mir leid, wenn ich so komisch laufe, liegt an meinem Rücken. Und ich mache mich jetzt mal fertig, denn ich hole heute Friederike ab und wir fahren zusammen zu meiner Tante Hilde. Das ist die einzig lebende Schwester von meiner Oma noch. Und die gehen wir heute besuchen. Und
Dann schauen wir mal, wie der Tag wird. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier runterkriege. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch seht, wenn ich das hier ins Regal stelle. Aber ich glaube, ihr seht mich, oder? Ich weiß es nicht genau. Sehe ich dann ja spätestens beim Schneiden und Übertragen. Jojojo. So, wo haben wir denn Festiger? Ich habe mir diesen flüssigen Festiger mal gekauft, aber ich glaube, Schaumfestiger ist besser. Dieser lässt sich doch nicht so gut verteilen. Obwohl, jetzt gerade bin ich begeistert. Ups, ach so, ich muss ja auch in Bild, oder müssen wir noch einen kleinen Winkel da reinmachen, so? Ich weiß es nicht. Bisschen kämmen. Mir geht's größtenteils nicht gut, aber ich weiß, dass das auch die Verarbeitung ist mit dem Verlust. Also ich fühle mich in keinster Weise in der Lage, mit dem Alltag momentan aufzunehmen. Und hoffe da auch auf das Verständnis von meinem Arbeitgeber. Ach Quatsch, das sage ich hier alles gar nicht Quatsch. Das ist im Moment halt so, ne? Leben ist schwierig. Und jetzt machen wir, ziehen wir uns mal an, ne? Und dann ein bisschen Schminki-Schminki und dann kommt auch schon die Sandy, die fahre ich dann zu Jochens alter Wohnung, die putzt dann nochmal durch und dann hole ich Friederike ab, dann müssen wir Kuchen holen und fahren dann zu Tante Hilde und vielleicht anschließend noch zu Klosterkamp. Mal sehen. Da ist Klosterkamp da oben. Ich glaube, ich lasse mich jetzt mal nass regnen gleich. Soll ich mich nass regnen lassen? Wenn du meinst. Ich glaube wohl. Gucken, wie der Wind steht. Ich glaube, das geht nicht bis auf den Weg. Guck mal, dieses Gras da hinten sieht aus wie so Polster, ne? Ja. Wo man sich reinlegen möchte. Ah! Wie schön die, wie heißen sie? Echinacea, ja.
Achtung, gleich kommt der Regenguss. Ich hab ein bisschen Angst. Oh no. Gleich kommt's, ich hab Angst. Gleich kommt's. Ah. Kleine Abkühlung. Ja. Wow. Ist das schön hier. Wahnsinn, ne? Ja. Dies kenne ich auch gar nicht. Ich kenne die Terrassengärten. Die, Achtung, du willst ja nicht drauf. Pass auf. Ich kenne die Terrassengärten, die hinter dem Kloster so runtergehen. Hier war ich noch gar nicht. Wunderschön. Ja. Riesenschneebälle. So ein bisschen aus wie so eine verwunschene Burg da oben. So, jetzt sind wir im Wandelgarten von Kloster Kamm. Sieht das schön aus. Ich muss zum Springbrunnen. Ich muss ja immer zum Springbrunnen. Ist das schlimm, wenn du kurz auf einigen Aufnahmen zu sehen bist? Gut. Guck mal, jetzt sieht man es richtig. Da oben sind noch mehr. Wie viele Bräute sind denn hier? Da oben ist die Kirche und da das Museum. Hier ist aber Brautüberschuss. Die Sonne ist so grell. Ja. Ich würde am liebsten jetzt meine Füße da reinstecken, wie das glitzert. Ist das sehr tief? Ja, ist tief. Ich glaube, da hochgehen will ich aber heute nicht. Ich weiß nicht. Da sind ziemlich viele Stufen. Muss mal hören, was Friederike dazu meint. Guckt euch mal den blauen Himmel an. Wie schön. Machen wir uns die Hose dreckig, aber egal. Willst du da hochlaufen? Puh. Ich glaube nicht. Das sieht ja wunderschön aus. Ja, wir sollten einen extra Besuch machen, wo wir versuchen, da hochzufahren. Dann rufe ich vorher da an und frag mal, wenn man gehbehindert ist, ne? Ob man da oben auch irgendwo parken kann. Ja. Ja.
Oh Leute, ich ärgere mich schon wieder so, ne? Ich habe von meiner Lieblingsblume hier ein Stück abgebrochen, ne? Das ist diese, die hier so hängt. Und die hat halt schon, war halt schon bis hier oben gewachsen. Warum passiert so ein Scheiß, ey? Bin aber auch gestresst. Ich habe ein Stresslevel hoch. Hast du nicht gesehen? Wegen diesem Zeug, was ansteht. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, fang doch endlich an, ne? Habt ihr recht. Fange ich jetzt auch. Alles steht bereit. Jetzt geht es los. Hier sind Bienen auf. Eine Honigbiene. Das ist die Honigbiene. Die ganz normale. Kann man hier gucken. Ich muss aber auch die Tür wieder zumachen. Denn die Biene liebt es dunkel. Mit Obststreuwiesen. Eselchen. Dem Eselchen hängt die Zunge raus. Sibylle, guck mal, dem Esel hängt die Zunge raus. Meinst du, das ist das Indiz? Ja, das ist ganz klein hier, ne? Hat man nur ein paar Gehöfte und die sind auch nicht alle schön zugänglich. Da ist ein Spielzeugmuseum drin. Und ob die da so historisch korrekt arbeiten, glaube ich nicht. Ah. Uiuiui. Oh, ich bin nass geschwitzt. Klatsche nass, ne? Ach, Bett, wunderschön. Ich möchte jemanden, der mir jeden Tag so mein Bett macht. Bad. Zu viele Kissen. Ja. Zu viele Kissen. Ich. Da können wir auch schön Fernsehen gucken heute Abend. Und da ist der Ausblick. Was ist das schön? Da ist der Ausblick schön. Guck mal, setz dich da mal hin und dann guck mal. Ach ja, der Rhein und der Dom. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich schon zum dritten Mal verpasst, was es zu essen gibt. Immer wenn ich hingucke, zeigen die nur die Allergene. Was? Ich habe jetzt schon zum dritten Mal verpasst, was es zu essen gibt. Können wir gleich nach Kaffee und Kuchen gehen wir raus, ne? Und gucken uns das Deck an und alles. Abfahrt ist um 16.30 Uhr, aber man denkt, man fährt schon wegen der Strömung. Eine Nacht geht ja, ne? Mal hier. Wir müssen bestimmt noch aufpassen bei den Temperaturen, dass halt nicht alles wegschmilzt, ne? Ja, deswegen. Na, guck mal, haben wir direkt den richtigen Platz, direkt am Buffet hier. Herr Charles, komm mal hier. Naja, die finde ich nicht so schön. Oh, Diddy. Guck mal, der Weiße da. Oh. Captain Teddy. Nein. Bayern Teddy.
Jodelbär. Nee. Kein Jodelbär? Nein. Warum denn kein Jodelbär? Nein. Das ist nicht meins. Kein Jodelbär. Guck mal, hier sind schon etliche Tiere drin krepiert. Ich finde die Reisekasse gut, obwohl ich die nicht benutzen würde. Meine Güte, hier glitzert das ja. Glimmer und Blitzer. Irgendwas werde ich mir aber mitnehmen. Allein als Erinnerung. Dieser graue Schmuck. Mit den grauen Steinen, ne? Mhm. Stimmt, der sieht am edelsten aus. So grau-blau. Mhm. Nicht schön. Manschettenknöpfe. Pillendosen. Die kann man doch auch immer brauchen. Nähzeugdosen. Nähzeugdosen, wie süß. Und Pillendosen. Und ein kleiner Kompass. Drei Gewind in der Holzbox. Würfel. Würfelbecher. Und was passiert, wenn man in die Nähe der Rauchmelder kommt? Alarm. Nur daran hat er nicht gedacht. Der Alarm, der lief, bis dann der Kapitän da war und diesen Alarm ausgeschaltet hat. Da waren erstmal alle Gäste draußen. Also die Übung hat funktioniert. Das Ganze haben wir dann gleich ein zweites Mal hinbekommen. Und beim zweiten Mal kam dieser Alarm aus der Küche. Das war dann erst morgens um 5, also eine recht christliche Zeit. Da steht man ja auf. Der Tag ist morgens am schönsten auf dem Schiff. Und um 5 gab es dann den zweiten Generalalarm. Warum? Etwas Heißes kam aus der Küche, nämlich der Küchendunst vom Vektomat. Und der hat etwas zu heiß geblasen und hat den Alarm ausgelöst. Der war dann jedoch schon recht schnell wieder abgeschaltet. Friederike, was sagst du zu diesem gedeckten Tisch hier? Sehr schön. Ne? Schau mal. Hallo. Hallo. Gut. Die Jakobsmuschel auf. Was war das nochmal, Friederike? Weißt du das? Grüner Spargel und was war das denn für ein Püree? Man weiß es nicht. Sieht immer so ein bisschen aus, als wenn da jemand drauf gespuckt hat. Was gibt's dafür? Zander. Spinat. Ah, da ist Spinat drunter. Artischockenchips. Artischockenchips und Champagner. Sehr schön angerichtet, teilweise gehäutet und dann ja präsentiert. Sieht sehr gut aus, ja. Da haben wir jetzt Schokolade, Basilikum-Eis und
Rhabarber Kompott. Die Stewards und Stewardessen unser Schlafzimmer vorbereitet. Das ist ja voll schön. Voll süß. Ich habe erst gedacht, ich wäre in der falschen Kabine. Jetzt labert der in das Lied rein, der Blödmann. Was ist denn da los? Partyboot. Daneben ankern wir gleich. In dem Partyboot. An dem weißen Steg dahin landen wir. Ich habe gerade gedacht, ich komme in zum Siebengebirge. Man sieht allerdings nur 3,5 Hügel von hier aus. Gut, dass wir unsere Kabine zu der anderen Seite haben. Wer weiß, wie lange die noch Party machen hier. Das kann noch lange dauern. Ja, am Wochenende bestimmt. Ja, die wollen ja noch Pfirsich Chutney, Birnen Chutney. Tete Mohn. Trauben. Was ist hier drin? Ach, das ist ja ein Knüller hier. Mitternachtssnack. Und ein Cocktail zum Schlafen, Friederike, ne? Dann schlafen wir besser. Etwas zu windig für so eine Luftballongirlande, die liegt flach, anstatt dass so hoch steht. Aber wer hat nach dem... Ups. Wer hat auch jetzt mit so einem Wind gerechnet, ne? So, und hier ist auch wieder Moby Dick. Cool, ne? Ja, ich finde total genial, das so zu machen. Mit der Flosse hinten. Aber Wale haben doch gar keine hochstehende Flosse, die haben noch eine flache. Das sind so knapp 17 Grad. Kannst Gabi auch mal sagen, dass ich nicht glaube, dass das meine letzte Schifffahrt gewesen ist auf dem Rhein. Also. Also das Verena sagt schon, also sie ist der Meinung, das war nicht die letzte Fahrt. Nee, also bestimmt nicht. Da wird bestimmt noch was kommen. Wer so ein 60er, 70er Jahre Retro-Feeling mag, man muss es mögen, ne? Man muss schon auf Zeitreise eingestellt sein auch, so ein bisschen. Und ich mag das ja. Jetzt seid ihr mit mir ein bisschen auf Zeitreise gegangen ins Jahr 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich hat es teilweise traurig gemacht und teilweise habe ich mich auch gefreut, die alten Sachen wiederzusehen. Mich erinnert, dass ich gerne wieder eine Schifffahrt machen möchte. Und falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, falls ihr das ganze Video geguckt habt, dann schreibt doch bitte in die Kommentare eine Seefahrt, die ist lustig. Danke und tschüss.